immer mehr Sonderschüler in eine Entwicklung unserer Gesellschaft. Das ist eine Interpellation von der Anna-Tina Grölli. Anna-Tina, was steckt da dahinter? Wie ist das gemeint? Also ich bin das erste Mal darauf gestossen, als wir den AFP bekommen haben. Und dort drin haben wir eine grosse Zahl, über 7,5 Millionen budgetiert für die kommenden Jahre, wo wir eben mehr Sonderschülerinnen und Sonderschüler erwarten. Und was wir nachgefragt haben bei der Regierung, war eigentlich nur Unwissen gewesen, was es beinhaltet, warum dass die Zahl so steigend ist, warum wir mehr Geld müssen in die Hand nehmen müssen. Und aufgrund von dem habe ich dann den Vorstoss gemacht. Was ist die Erkenntnis? Warum braucht es das? Weil ich finde, das ist noch ein guter Terminus. Ist es eine Entwicklung von unserer Gesellschaft? Es macht den Anschein, dass im Moment genau aufgrund von der Entwicklung in unserer Gesellschaft mehr Kinder den Sonderschulstatus bekommen. Ich glaube, es wird mehr, es gibt mehr Abklärungen bei den Kindern. Es hat wahrscheinlich früher schon Kinder gegeben mit Auffälligkeiten. Heute wird einerseits mehr abgeklärt und das bekommen sie den Status. Aber es macht wirklich den Anschein, dass unsere Gesellschaft sich im Moment noch in einem anderen bewegt, wo mehr so Verhaltensauffälligkeiten zum Vorschein kommen. Ich denke aber, ein wichtiger Punkt, der dazu geführt hat, dass man das überhaupt jetzt ein bisschen wahrgenommen hat, ist schon, du hast gesagt, es gibt mehr Abklärungen. Früher hat man sich vielleicht auch nicht so darum gekümmert. Also, ich greife jetzt schnell zurück. Ich war immer Klavier- und Keyboardlehrer an der Musikschule. Ich habe ganz viele so Kinder gekriegt, wo man immer gesagt hat, ja, das ist schwierig, das ist POS und weiss ich nicht, was für alles Ausdrücke, das man gehabt hat. Und ich meinte, führt das nicht auch ein Stück weit zu einer gewissen Verweichlichung, wenn man jetzt jedem einfach schon die Hand anreicht und sagt, oh, wo hast du das Problem? Liegt das auch ein bisschen an Disziplin? Ich glaube, es ist nicht eine Verweichlichung. Also ich glaube, die Kinder, die wirklich ein Problem haben, für die ist es ganz, ganz wichtig, dass sie die Unterstützung bekommen und dass sie auch ein Stück weit geschützt werden. Es ist natürlich auch, man kann sich ein bisschen darauf zurücklehnen, ich habe einen gewissen Status, auch für die Eltern. Manchmal ist es angenehm, man hat eine Erklärung dafür und ich denke, teilweise wird es auch ein bisschen dafür gebraucht, als Entschuldigung oder auch ein bisschen als Forderung dann für mich. Ich denke, das ist sehr individuell, wie dann mit dem umgegangen wird. Was erwartest du vom Landrat, was erwartest du von der Regierung? Ich finde es ganz wichtig, dass wir wirklich die Ursachen noch mehr erforschen. Im Moment wird einfach Geld gesprochen und man muss Massnahmen ergreifen, weil wir das Problem haben. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir weiter unten anfangen und versuchen, Ursachen herauszufinden. Es ist auch gesamtschweizerisch ein grosses Thema. Und dass wir dort ansetzen können, dass wir dann später, wenn sie älter sind, gar nicht mehr so viel investieren müssen.